Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir in einer Konservenfabrik mal Halt gemacht, um herauszufinden, dass da Ghule in Konserven gesteckt werden und an andere Leute gefüttert werden, was wir nicht so toll fanden. Deswegen haben wir den Betreiber mal höflich darum gebeten, damit aufzuhören. Und jetzt sind wir hier wieder an einen neuen Ort gelangt. Kannst du. Hallo. Also vielleicht hier. So ein Wahnsinniger, ey, weil er so ein riesiger Rückschuss hat. Warum kommst du? Warum haust du ab? Was soll das? Man könnte fast meinen, die wollen nicht sterben. Oh Gott. Das ist ein Schiff. Ihr wisst, was das bedeutet. Da wäre lustig. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Willst du denn? Oh, die Strahlung spielt an, ne? Oh, ich liebe es, Panzer zu knacken. Waren ja nicht gerade noch Bruderschaftsleute? Übrigens, wenn euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch weiterhelfen. Nimm das, Meyer Lurk, Schlüpflinge. Also das wird man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Limit-Angriff in Final Fantasy 7 gegen irgend so einen super schwachen Gegner einsetzen. Voller Overkill. Okay. Jetzt Omnischlag gegen dieses Eichhörnchen ein. Gut. Ja. Ja. Ich hör was. Was? Die ist das? Nein, wollte ich nicht. Und hier. Verdammt. So. Na gut. Gehen wir da rein. Wollen eigentlich hier reingehen. Gesellschaft für Meereskunden Nahant. Und eine Hand. Und drei halbe Haare nur, was weiß ich. Und hier sind die letzten beiden Wackelpuppen. Die uns noch fehlen. Und hier ist jemand Freundliches. Nicht gut. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Sir. Sir. Hallöchen. Willst du mir nichts beibringen? Boah. Wir, was war das Meer herausfinden? Wie es der Zufall will, finde ich das Meer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, Entschuldigung, bis zu einem bestimmten Punkt sogar noch interessant. Ich liebe Wale. Der Blauwal zum Beispiel. Okay. Das größte Tier der Welt. Da muss man ein bisschen Respekt vor haben. Finde ich. Okay. Haben wir hier irgendwas? Wem bringt er mir nichts bei? Wir sollen was beibringen. Götter. Cool. Wahrheit. Internes Memo. Ah, die haben vergessen, den Roboter unterzufahren. Oh. Cool. Reicht als größte Muschel der Welt eine Länge von mehr als 1 Meter und wird bis zu 1. Sind mehr? Warte mal, eigentlich brauche ich doch gar nicht mehr. 100 Stimpacks habe ich gerade gesehen. Wie ist denn das schon wieder passiert? Guten Tag. Guten Tag. Wo war der, der was vom Muscheln gesagt hat? Jetzt auch magische Wiesmuscheln? Nein. Ha.
Boah. Also wenn ich nicht da bin, dann reden die ja direkt los, ne? Ja, kaum spreche ich die an, dann sagen sie nur Hallöchen auf sehr freundliche Weise. Pisser. Was da meint ihr noch? Duang. So. Cool. Will gar nicht wissen, wie viel Haarklammern ich habe. Ich glaube, ich habe 500 oder irgendwie sowas. Irgendwann mit 400 hatte ich das letzte Mal, als ich mich nur erinnern kann. So, ein technisches Dokument. Ah, der Safe ist komischerweise weniger schwer verschlossen als die Tür. Macht Sinn. Wie schön. Aber der Safe ist nicht schlimmer. Gott bewahre, jemand macht die Tür auf. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr, dass mein Hals voll heiser ist. Ja, mein Hals ist heiser, nicht ich. In Wahrheit tut mein Hals irgendwie Let's Play, nicht ich. Aber ja, kann man halt nichts machen. Ich will halt ein bisschen aufnehmen. Ich will ja einige Projekte zu Ende bringen, weil im Januar kommt schon wieder, Ende Januar kommt schon wieder so viele Sachen, die ich Let's Playen muss. Ja, muss. Selbst wenn ich jetzt zwei Projekte beenden würde, Dragonbox Xenoverse müsste als nächstes hier beendet werden. Da bin ich schon relativ weit und dann Fallout 4. Dürfte jetzt nicht mehr so lange dauern. Vielleicht in diesem oder nächsten Monat. Aber länger glaube ich nicht. Dann sind wir auch endlich mal fertig. Dann habe ich nur noch Kingdom Hearts Birth by Sleep und anderes Zeugs. Was noch kommt. So, was haben wir hier? Wenn ihr Myalox verarbeitet zu Dosenfutter. Bitte sagt nein. Weil es wirklich so einen großen Unterschied, ob man jetzt Ghule frisst. Weil die sehen sehr knusprig aus. Ich würde wahrscheinlich einen Ghul eher essen als einen Menschen. Fleisch ist schon ein bisschen verbrannt und ich mag zähes Fleisch. Das. Oh Gott. Meister. Aha. Challenge accepted. Nein. Kann man die Haarklammer nicht irgendwie verkaufen? Die sind voll golden. Da sind die golden, nachdem ich 99 von denen. Hatte ja, das ist eine interessante Frage. Aber glaube ich nicht, ne? Muss man mal ein anderes Let's Play von irgendjemand angucken, der noch nicht 99 Haarklammern hat. Was haben wir in Super Mario World oder New Super Mario Bros, glaube ich. 99 Leben hat Mario seinen Hut abgenommen. Ja. Oh Gott. Wollte schon sagen. Ich bin so ein bisschen erschreckt jetzt. Ja, du hast Krabbeln gehört. Ich dachte, der wäre da unten. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt direkt nach oben kommt. Ja, oh, das ist schon alles hier. Boah, dann habe ich ja schon wieder in der Hälfte des Parts nichts zu tun. Forschungsterminal, lass mich raten. Dann kann ich das hier öffnen. Dann mache ich lieber das hier. Das geht schneller und das ist einfacher. Ha, genau so. Geschafft. Forschungsaufzeichnung, Selbststeuerung, Büroschlüssel. Was? Hast du sie wieder im Schiff gelassen? Oh Gott. Sag bloß nicht, ihr habt die Myalox erschaffen, dann kriege ich die Krise. Dann bringe ich euch nochmal um. Das sind weitere Anmeldebögen und Infozettel auch für die Hafenbürger. Also hast du sie wieder in den Schlüssel gelassen? Dann muss ich zum Schiff oder was? Oder habe ich das schon geöffnet? Das ist bestimmt so öffbar, ne? Öffnungsbar.
Ne, ist auch falsch. Öffnebar. Was? Bin ich eigentlich vollkommen blöd oder was? Aufmachbar. So. Das ist. Ja, aber ernsthaft. Öffnungsbar. Boah. Warum öffne ich das hier noch? Soll mal so einen eigenen Duden schreiben? Aufmachbar. Das wäre es. Das erste Wort. Nein. Ich meine 308 Patronen, von denen die 1000 habt ihr einlagern. So. Hat schon alles. Kann ich vorstellen. Ja, irgendwo noch eine Tür oder so. So gesagt, Büroschlüssel. Ein Büro von dem war ich ja schon, ne? So Power Armor zum Beispiel, also so ein Stand. Ja, schon verdächtig. Okay, dann nicht. Da oben war ich schon. Da kommt man raus, ne? Ja. Wir haben ja drei Gebiete an einem Ort. Irgendwie waren keinen irgendwie was Besonderes. Das wird auch noch nicht wahr sein. Jawohl, ich gehe nochmal zum Schiff und gucke mich da um. Und dann weiß ich nicht. Anna ist es wieder random durchs Ödland wandern. Ja, wird schon das aufregende Zeug. Eieiei. So, diesen Häuschen gehe ich nicht noch mal rein. Eieiei. Wo seid ihr? Boah. Wo sind denn hier so starke? Ach, hier sind nur noch Mini-Mayolops. Der will schon abhauen. Nee. Ups, denn du schon wieder her? Ha, dachte, du wärst fertig, ne? Aber jetzt was nicht mit den Michael, den Mega-Mayolop hier gerechnet, der jetzt abhauen. Ey, ich krieg Krise. Dann renn doch, renn. Und komm nie wieder. Da ist irgendwas in dem Schiff. Cases Schlüssel, ja. Bestimmt für irgendeine Tür, die ich schon geöffnet habe, ne? Vorstellen, so, wo ist hier die Meyerlock-Königin? Ich weiß, hat hier irgendwo einen noch kommt. Puff. Sensenmann. Der hat mich natürlich noch wieder vorher getroffen. Bist du echt. Da. Zum. Was ist das denn? Warum habe ich dann so weit im Wasser gezogen? Okay. Hier kommt auch eine Meyerlock-Königin, oder? Nein, okay. Dann weiß ich jetzt nicht, wo wir hin sollen. Ja. Das ist natürlich sehr doof. Komm, wir gehen zur Dingens hier, zu dieser Ecke hier. Hier ist aber irgendwas zum Erkunden. Gehen wir zur Combat Zone und dann gucken wir uns mal um. In der Ecke soll immer irgendwie was zum Erkunden. Da werden die Orte nie weniger. Nie. Auch wenn ich alle erkundet habe, da kommen immer neue. Wäre voll gestört. Und ich meine jetzt nicht irgendwie so Copy und Paste, ne? Einfach so kopierte Sachen. Ich meine immer komplett neue, mit neuen Charakteren, neue Story. Neue Quest. Immer und immer wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Okay.
Warum werden meine Halsschmerzen irgendwie besser? Fühlen sich an, als wären sie jetzt auf einmal weg. Gut Zeichen. Let's Play hilft der Gesundheit. Ja, mal versuchen. Stehen. Ja, warte mal. Uff. Ganz vergessen. Schade, man nicht mehrere Farben machen kann. Mal. Also auf einmal. Irgendwas hier ist nichts zu erkunden. Gehen wir da lang. Da ist bestimmt was zu erkunden. Boah. Hätte nicht ein bisschen länger dauern können da drin, ne? Schon irgendein Ort wird es auch noch hier zum Entdecken geben. Ihr seid mir jetzt vollkommen schnuppe. Oh Mann. Ich bin nun Ödländer, der neue Orte sucht zum Erkunden. Entschuldigung. Bin ich hier. Wenn wir diese ganzen Notfrequenzen also abhören, aber was? Sind immer nur so Morsegeräusche. Was für ein Ding? Tando? Hat jemand einen Namen? Den muss ich töten. Haben Gesellschaft. Wer bist du? Warum hast du einen Namen? Boah. Das sah extrem aus. Schack. Ruby. War jetzt auch voll extrem, also müssen wir zurückgehen, ja. Und dann Schädel ist voll explodiert, das ist auch voll witzig. Das ist nicht witzig, du kranker Irrer. Doch irgendwie schon. In Spielen, so. Jetzt sind wir alle wieder. Sind wir alle wieder beruhigt, ne? In Spielen ist das witzig. So, warte mal, ich erinnere mich, irgendwo ist ein Turm, den ich noch nicht erkundet habe. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der war. Hi, die Augennamen? Nein, ihr könnt euch um die kümmern. Warte mal, ist hier was Neues? Lass mich mal durch. Nö. Ach, jetzt sind wir noch. Upsala. Mich ans Mikro kommt. Nein. Da haben wir hier noch was. Ich glaube, irgendwo in der Nähe ist hat. Er war nicht da. Wenn man raus aus Diamond City kommt, die Straße entlang geht. Da haben meine Gefährten irgendwie so was gesagt. Hey, ich habe da hast du was gesehen oder irgendwie so was. Ich glaube, da ist irgendwo ein Ufer abgestürzt. Also irgendwo. Hier so, was weiß ich. Statt dann sein. Muss ich auch noch finden. Bin mir sicher, hier ist irgendwo ein Ufer abgestürzt. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Strom. Bisschen. Mein Ding ist nie leer wird, ne? Batterien meines Pip-Boys. Dann wäre ich dran. Dann könnte ich ja niemand mit einem Menü benutzen. Ich stelle mir das irgendwie sowieso komisch vor. Bist du mitten im Kampf auf einmal so, Stell mal vor, du bist irgendwie in der Position des Gegners. Du siehst einfach nur, wie dein Gegner so auf seinen Pip-Boy guckt. So, Denkst du dir nur so, was? Auf einmal hat er einen Fatman in der Hand. Boah. Ja, ist hier irgendwo ein Ort, den ich noch nicht erkundet habe. Ich möchte jetzt hier nicht 20 Minuten durch die Gegend rennen und nichts finden. Das ist natürlich der Nachteil. Ich müsste diese ganzen Orte irgendwie offscreen suchen. Wir alle notieren. Dann gehen wir in den Aufnahmen da rein. Ne? Ah, da waren wir schon mal. Zeigen wir uns LA. Ist ja irgendwo ein Ort noch. Ich weiß nicht, was da oben los ist, aber ich will es auch nicht wissen. Hi.
Geht weg, Zufallskämpfe, ich will euch nicht. So, weiß nicht. Der 29. Minute, da finden wir bestimmt was. So sieht es doch verdammt nochmal aus, ne? Was ist denn da bloß? Da ist ein UFO abgestürzt. Als überhaupt ein UFO irgendwo abgestürzt ist. Ich werde dann auch nochmal googeln, ja. Da ist der Eingang zum Vault. So und so, ne? Da kann es leuchten. Ja, das kommt schon. Irgendwas, irgendwo. Ich finde keinen einzigen Ort. Willst du mich auf den Arm nehmen? Sobald ich die Aufnahme schließe, finde ich direkt irgendwie 5 Orte auf einmal an einer Stelle. Bis dahin heißt es erstmal rennen. Mehr awesome Rennen durchs Ödland. Und Jogging durchs Ödland. Sieht echt aus, als würde ich joggen. Und jetzt renne ich. Und dann renne ich. Dann wisst ihr, dann renne ich. Dann gebe ich alles. Mach schon. Irgendwas. Nein. Immer nur so beknackt aus in der Third Person. Third Person Animation haben sie irgendwie noch nie drauf gehabt. Fest habe ich so das Gefühl. Aber wenn die meiste Zeit in Ego-Perspektive spielt, ist das sowieso egal. Da, da ist der Turm, da ist der Turm. Der Turm, der Turm, der heilige Turm. Ah! Ich will doch gar nicht. Ah. Warte, lasst mich in Ruhe. Ich will zu dem Turm da und ihr könnt mich nicht aufhalten. Das ist bestimmt der Turm da und jetzt stürzt das Spiel ab, Robert. Jetzt, boah, wer ist jetzt? Robert. Das sind 2 Türme, was? Hm. Ey. So, wen gehen wir zuerst rein? In welchen Turm gehen wir zuerst rein? Das sind 3 Türme, was? Wollte Regionalhauptsitz, oh Gott. Da muss es eine Wackelpuppe geben, da muss es sowas von eine Wackelpuppe. Hallo, da gehe ich sowas von rein. Das ist Voltec, da muss es eine Wackelpuppe geben. Da gibt es bestimmt alle beide sogar. Ja, wenn es an einem Ort fast garantiert immer irgendwelche Wackelpuppen oder Magazine gibt, dann in alles, was mit Voltec zu tun hat. Macht Sinn, ne? Voltec Wackelpuppen halt, ne? Also Vaults und hier sowas zum Beispiel. Walters Gottes Hauptsitz. Wie schön. 15.10. 19.10. Welche Tür? Die da? Ah. Die ich schon geöffnet habe. Boah, mein Hals. Boah, ich hasse es, in der Aufnahme zu rufen. Das ist, weiß ich nicht. Wie eine Aufnahme rülpsen. Also das finde ich, das gehört sich nicht. Ein Rülpser ist mir mal ausgerutscht in Tales of Symphonia während irgendeiner Trainingssession. Da ist sowieso nichts Interessantes passiert und dann nicht auf einmal so. Aber hier laufe ich noch nicht. Wenn er nicht direkt irgendwie, weiß ich nicht. Stimmt schon mal irgendwann hier gerülpst, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, weg vom Mikro oder so. Was für ein Ding. Mein Tales of Symphonia war halt so direkt ins Mikro rein. Einfach so. Nun, 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 nun,
Ja, war, da kam so mitten aus nichts, ey. Ja, niemand kommen gesehen. Alle waren so schockiert. Ah. Ey. Ich wäre eine Schmaultech-Wackelpuppe. So hießen die doch in diesen einen DLC von diese Anti-Wackelpuppen. Nachdem man so eine Frucht gegessen hat, irgendwie voll auf Droge war. Also wortwörtlich auf Droge war man da. Man irgendwie so imaginäre Segen gesehen hat. Ah, nein. Ich bin noch nicht Raucher. Irgendwie durch den Boden sägen. Immer so eine Nagel, die einen Faden durchgezogen hat durch den Boden. Was? Also. Nur der Vase. Findet man so Schmaultech-Wackelpuppen. Weil nicht einer hat irgendwie so gesagt, ich weiß nicht mehr welcher, war voll grotesk Humor, hat man irgendwie so ein Skelett gesehen und man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Baby und ein Teddy oder weiß ich nicht, ein Baby kann es natürlich nicht gewesen sein, ein totes Baby oder so kann natürlich nicht gewesen sein, aber weiß nicht. Wie so ein Skelett, so ein kleines Skelett, ich weiß ja nicht. Jedenfalls war da irgendwie, man sollte irgendwie die Geburt so zeigen. Dann nehmen wir eine Wackelpuppe, die hat irgendwie gesagt, wenn man so aussieht, wundert dann es sei nicht, dass die eigene Mutter einen nicht geliebt hat. Oder irgendwie so was richtig Herzloses. Okay. Wie sah es, das müsste ich doch noch ein paar aufnehmen, weil das interessiert mich jetzt hier. Blau. Hi. Mein Gott, ey. Warte mal. So. Okay. So. Hallo, mein Baby. Hallo, mein Honey. Okay. So. Keine Ahnung. Raus hier. Also nicht raus hier, aber raus aus dem Raum. Wir haben meine Wackelpuppe und ich werde hier nicht gehen, bevor ich sie nicht gefunden habe. 29.09. Wir haben gerade 15 jetzt mit Psycho und Jet am Wolken 95 geschickt. Ja, übter 10. Warte mal, Walter aus der Nage hat mir gerade erzählt, dass wir eine riesige Lieferung mit der Aufschrift Vault 111 nicht öffnen erhalten haben. Er hat sie natürlich geöffnet. Es sind hunderte Liter Flüssigkeitsstoff. Wozu sollten sie das brauchen? Ah, oh, um uns einzufrieren. Boah. Was mit Sicherung geschieht? Wir sollten ein Sicherheitsversteck für die Menschheit sein. Kein Labor für Menschenexperimente. Genau. Das ist alles, was die Vaults immer machen in Fallout. Irgendwelche Experimente. Davidson erkennt es immer noch nicht, oder er will es nicht sehen. Wie noch soll, morgen kündige ich. Und dann wurde er erschossen. Von diesem Typen. Von seinem Boss. Für weil Wetten halt so abgelaufen ist. Gut, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Ja? Ja. Und dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und ja. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 und ich glitsche ein bisschen durch die Wand. Das muss ich gleich ausnutzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn euch Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.